Der Robin, der war ja diese Woche mit Ricker auf Locals, beziehungsweise 60 Karten, Link plant irgendwas und der erzählt euch, wie, was, wo funktioniert. Ja, wir fangen mit den Zanavalons an. Wir haben natürlich drei Loki gespielt, den einen Brick und zwei Aussaat und drei Dai, weil das sind noch mehr Gopis Loki. Manche cutten den, für die Full-Full-Kombo brauchen wir den aber, um noch mehr Jasmines zu resolven. Deshalb spielen wir den und wenn wir den ziehen, ist meistens in Ordnung. Sowing könnte man auf 1 spielen, ich mag aber 2, weil dann hat man sie in 60 Karten dann doch random irgendwann mal auf die Hand, wenn der Dryas gamepermt oder gewählert wird oder sonst irgendwas. Ist okay. Dann haben wir ein kleineres Ricker-Package als letztes Jahr. Mit einer Petal, 3 Princess, weil es immer noch der beste Extender ist. 2 Monate eine Snowdrop. Ich hätte in den letzten Games gerne mehr gehabt. Ich habe die Primula gecuttet, die man free aus der Hand beschwören kann, wenn man Monster von sich tributet. Die hätte ich jetzt ein paar Mal gerne gehabt. Einfach damit man mit Glamour auch mal ein bisschen was wegtributen kann. Meistens macht man das mit, nur noch mit den beiden. 2 Konkong und eine Trap. Reicht. Dann neue Karten. Phantom Nightmare, neuer Aroma-Support. Beschwört auf Summon, ein Nicht-Tuner-Aroma aus dem Deck in Death. Super Extension, gain uns ein bisschen live. 2 Laurel, wenn der auf den Grave geht, gaint er uns live. Damit können wir unsere Jasmine triggern. Blend macht unsere Fusion Summon und legt uns die feuchten Winde rein, die auch starten kann oder halt dafür da ist, damit wir im Timeout nicht verlieren. Das ist sehr fair. Das Deck macht Go First sehr, sehr, sehr faire Sachen. Wir haben viele Level 1er, 1-for-1. Lonefire, die brauchen wir für die Rosalina-Kombo, damit unsere EMC wieder frei wird, um einen Dryas zu machen. Ja, aber auch nicht kaputt, sag ich mal so. Therion-Package, 3 Lilies, ein Regulus, ein Fieldspell, guter Extender, irgendein Endboard-Piece. Fieldspell-Effekt manchmal bleibt die liegen, meistens nicht, aber wenn sie liegen bleibt, ist sie cool, weil dann können wir uns Lilies zurückadden. Das ist die Engine und dann habe ich keine Handtraps gespielt, ich habe Phantasmace gespielt und einen Haufen Wardbreaker, ein Gemmeseal und einen Pankratops für die Small World, weil das sind 3 Copies Loki oder 3 Copies alles, was du haben willst. Und dann haben wir 3 Droplet gespielt, 3 Thrust, 3 Talents, ein Duster, ein Lightning Storm, ein Dark Ruler, ein Evenly. Wir spielen 60 Karten, also 3 Desires. Der ist ein bisschen komisch, meistens kann man den aktivieren, manchmal ist man traurig, wenn man irgendwelche One-Off-Engines verbannt, aber meistens ist es okay. Und ein Callboy. Sieben Sphären. Ist ein bisschen blöd, wenn man wie heute auf Locals gegen Dark World spielt, wenn man Dice Roll verliert, hat man verloren, dann gewinnt man das Spiel nicht. Egal wie gut du bist, du wirst gehandlockt für 4 und er macht 3 Interruptions und dann hast du verloren. Ja, ist halt so. Troll sehen in 60 Karten ist halt einfach doof. Extra Deck. Rest in Peace, ein Dryas. Wir haben nur einen. Ein Healer, wir haben nur einen. Ich würde mehr spielen, wenn ich mehr spielen dürfte. 3 Jasmine, die Karte ist broke. Konami, bitte mach die nicht runter. Ich brauche die auf 3. Die sucht 4-5 Mal pro Zug. Das ist super. Dance Fion. Gamba. Ist cool. Auf Locals misst die manchmal. Auf Nationals wird die wieder alles treffen, ich weiß. Ein Melias für Link Climb. Rosemary, neue Karte, die gibt uns Access in die ganze Aroma-Kombo, wenn wir normal über Loki starten. Die ist endlich Backrow Removal in Engine-Form, weil wir damit irgendeine Karte verbannen können und 1000 Life bekommen. Bangalancer Endboard Piece. Magnolia ist ein Free Body Turn 1, wo wir mit weiter Link climben können. Go Second wird die riesig groß und OT-Card. Dann 2 Strenner, wir brauchen 2 Strenner, wir brauchen, machen Turn 1, 2, wir recurren manchmal mit der ersten die zweite. Eine Teardrop als Endboard Piece, eine Periton als Endboard Piece. 15. Karte ist Little Knight, könnte auch ein Thresher sein, aber die ist gut. Also spielen wir Little Knight. Meistens sind wir plantlocked, aber dann machen wir sie Turn 3. Side Deck. Ich habe ein paar gute Karten gespielt, 3 Drachen. Manchmal sieht man sie, dann sind sie okay, finde ich schlecht. 3 Troll, weil wir spielen nicht wirklich Handtraps und dann wollte ich was, hätte auch Nip sein können, ich wollte irgendwas, was ein bisschen mehr Impact hat und nicht 1 für 1 tradet. Die ist ein bisschen cope, aber in der Theorie können wir damit jetzt keine Summon Limits mehr, weil die müssen wir nicht mehr outen, die ist verboten, danke Konami.
Aber die outet auch mal ein Skill Drain, die outet mal ein Branded Lost, ein Regained, whatever. Ein Cactus Bouncer, der ist unfair, den können wir suchen, wenn wir mit Dai starten, dann normeln wir den hin. Ich habe die Main Deck Jasmine noch nicht, die ihn additional normeln kann. Die würde aber man auch siden, weil dann normalst du halt einen Loki und am Ende normalst du von der kommt noch ein Bounce daneben, dann ist das meistens Game. Drei Cosmics, wenn wir wirklich, wirklich backrowouten müssen. Die anderen beiden Copies evenly, wenn wir wirklich, wirklich backrowouten müssen. Und dann noch faire Karten. Rivalry, sehr fair. Die geht rein, go first. Und die AOE. Keine drei mehr. Können wir thrusten. Wenn wir gehandhabt werden, setzen wir die uns runter, handloop den Gegner, ja. Wie consistent ist das Deck so mit 60 Karten, was würdest du sagen? Ich habe das jetzt 2, 3, 4 Wochen Back-to-Back Locals gespielt. Ich habe nie gebrickt. Also du spielst eher mal nicht durch eine Handtrap mehr oder weniger durch, als dass du unplayable öffnest. Es ist konsistent genug, also man könnte auf 50 runter, aber ich mag 60. Alles klar. Ja, und jetzt ab jetzt Lede, nächste Woche Release dann mit den Riker maybe. Wenn ich die alle rankriege, wir werden sehen, wie sich die Builds entwickeln. Vielleicht cutten wir die Aromas wieder raus, aber ich mag die Aromas eigentlich ganz gerne. Die geben dir halt diese vielen, also die geben dir halt einfach den guten Access in die einzelnen Ricker-Namen early rein, weil du viele Jasmines früh resolven kannst. Ja, neue Karten sind immer gut, weil die kann der Gegner nicht meistens, die muss er lesen. Mal schauen. Alright, dann vielen Dank fürs Profile. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich der Pflanzenhaufen in die Zukunft entwickelt und ob Robin die mit aufnäschen ist. In diesem Sinne, like das Video, lasst uns gerne Kommentare da, was eure Lieblingspflanze ist und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.